Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Studio-Vlog. Ihr seht schon, das ist hier gerade gar nicht das Studio, aber ich bin auch gerade quasi am Ende des Vlogs, denn Yvette und ich haben uns dazu entschlossen, heute mal den Vlog ein bisschen anders ausklingen zu lassen, oder? Wir wollten es mal wieder cinematisch gestalten, richtig? Wolltest du was sagen? Ja, ich habe gesagt, wir brauchen wieder richtig geile Parts und jetzt sind wir hier. Genau, und dazu am Ende mehr. Jetzt erstmal, was heute in dem Vlog passiert. Wir bauen mein Zimmer jetzt fast final. Ich weiß, das ist schon fast im letzten Video passiert, aber ich habe noch eine neue Halterung. Final. Es ist immer jedes Mal ist es final und dann ist es doch nicht final. Irgendwas änderst. Ja, weil ich habe noch die Halterung für mein Licht geändert, aber das seht ihr heute. Und bei Jonas wird ganz schön viel passieren, oder? Das von Jonas, das Setup sieht mittlerweile richtig aus. Ja, weil ich das auch gesehen habe. Finde ich mega gut. Hast du gut gemacht, Jonas. Finde ich auch. Aber das sehen die Leute erst gleich im Vlog. Also seid gespannt, weil das wird richtig, richtig cool. Und wir entmüllen noch das Studio. Ihr hattet recht. Wir haben viel zu viel Plastik und Verpackungen im Studio. Und ich weiß, du hast dich auch schon darüber aufgeregt. Ich? Ja. Hätte es schon längst weggebracht. Aber wir haben uns ja jetzt drum gekümmert. Das Studio sieht ja wieder gut aus und das seht ihr heute im Vlog. Aber bevor es richtig zum Vlog geht, erstmal wie immer der Q&A-Part. V44LE schreibt, finde das mit den Mini-Tutorials mega, würde mich freuen, wenn es in Zukunft mehr davon gäbe. Und tatsächlich, Indeed, kommt jetzt ein kleines Mini-Tutorial. Und zwar, falls ihr Aufnahmen habt, besonders von einem Papierflieger mit einer GoPro vorne drauf, wie ich das ja immer mache, oder? So mache ich das immer. Ja, ja. Ja, ja, klar. Genau. Dann nehmt ihr die Aufnahmen, zieht ihr in eure Timeline und dann macht ihr einfach da so eine kleine S-Kurve. Selbst wenn ihr in einem ganz normalen Bildprofil filmt und dann so eine kleine S-Kurve macht, dann sieht das Ergebnis schon mal deutlich besser und kontrastreicher aus und macht einen enormen Unterschied. Küchegerätevermittlung, lol. Geiler Name. Schreibt, hey Jonah, musst du bei den Lichtern alles einzeln und unterschiedlichen Apps steuern oder kannst du das alles mit einer App steuern? Und ich glaube, es geht über unser Smart Home. Und nein, wir können alles mit der Apple Home. Warum habe ich eigentlich zwei Handys hier gerade in der Hand? Und zwar kann ich alles in der Apple Home Kit bzw. in der Home App steuern. Es geht mega, mega einfach. Wir haben mal darauf geachtet, dass halt alles damit steuerbar ist, weil es macht am wenigsten Probleme, weil der Amazon Echo, ich denke, viele von euch, die den benutzen, die werden damit auch immer Probleme haben und so hatten wir das auch und deswegen haben wir jetzt einfach alle Echos weggeschmissen, nicht weggeschmissen, wir haben die verkauft. Recycelt, genau. Und haben Apple HomePods gekauft und nutzen quasi die HomePods jetzt zur Smart Home Steuerung, aber dazu in den nächsten Vlogs und dann auch auf Jonas Kanal eine große Smart Home, ja, Tour. Pepe Leihmeister schreibt, erstmal Shoutout an Pepe, ich sehe, dass du immer ganz aktiv unten in den Kommentaren und auf Instagram bist, also Shoutout an dich. Ich finde es toll, wenn Yvette öfter in den Videos dabei ist, sie ist einfach toll. Ich habe dir gerade nicht den Kommentar davor vorgelesen, weil ich das einfach so cute fand, wie die Leute immer dich in den Vlogs so mögen. Was hat er geschrieben genau? Dass er dich toll findet. Oh, danke schön. Shoutout an Pepe, wie gesagt, Riesendankeschön. Danke, Pepe. Heute bist du mal mehr im Vlog. Heute bin ich mehr im Vlog. Hey, Sebi schreibt, welche Kamera nutzt du eigentlich für deine Vlogs? Und ja, diese Frage bekomme ich auch ziemlich oft. Ich benutze die Sony A7 III oder die Sony A7 R3, wie jetzt gerade, weil wir hier einfach noch Fotos machen wollen, für die Vlogs. Ich mag beide Kameras wirklich sehr, sehr gerne, nutze dann ab und zu noch die Sony A6600 und halt die Lumix S1H. Ich packe euch einfach alles, was wir benutzen für die Vlogs, einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und was ich auch noch sagen wollte, was mega cool ist, du wirst es nicht glauben, Yvette, hatte ich dir das schon erzählt? Mittlerweile sind 51,8% der Zuschauer Abonnenten. Das hatte ich dir vorhin schon erzählt, oder? Nein. Wir haben die 50% geknackt. Wir sind, yes! wir sind mehr Abonnenten auf diesem Kanal als insgesamt Zuschauer. Okay, also, Shoutout. Genau, also riesen Dankeschön an jeden, der den Kanal abonniert und hier diese Videos so supportet. Freut mich einfach mega. Also falls ihr kein Video mehr auf diesem Kanal hier verpassen wollt, abonniert sehr gerne einfach mal jetzt kostenlos. Ich warte auch diesen Kanal. Falls ihr keinen Kanal mehr auf diesem Video verpassen wollt. Sollten sie jetzt mal machen, oder? Ich ja, warte immer noch. Ja? Also wir warten hier die ganze Zeit. Alles klar. Aber jetzt let's go mit diesem Video. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon in den Hintergründen bei uns gesehen, dass wir ganz schön viel Pappe überall haben, oder Jonas? Zu viel. Wir haben ein Problem, man kann es so sagen. Wir haben ein Müllproblem hier im Studio, würde ich einfach mal sagen. Ja, und zwar hat sich's einfach über die Zeit
angesammelt, würde ich einfach mal sagen, mit dem Umzug. Wir haben immer alles hier hingestellt, in die Ecke, wo eigentlich die Küche kommt, und haben es so richtig halt einfach nicht weggeräumt, beziehungsweise stimmt es auch nicht. Wir haben es jetzt einfach die letzten 2 Wochen nicht weggeräumt, weil wir halt einfach so viele Videos auch noch produziert haben, dass es halt einfach nicht geklappt hat, dass wir Zeit hatten, zum Wertstoffhof zu fahren. Aber wir haben jetzt einfach mal uns die Zeit genommen heute. Heute ist nämlich Montag, deswegen ist ein guter Wochenstart, würde ich einfach mal sagen. Auf jeden Fall. Weil wir wollen auch noch ein bisschen planen, wie wir die Küche machen wollen, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern wir wollen jetzt richtig die Küche angehen und das Wohnzimmer fertig machen, weil hier soll eine richtig schöne Küche hinkommen, wo wir dann auch immer Kochstreams? Was? Kochstreams? Was für? Nee. Hab ich mich verhört da gerade? Oder allgemein Streams? Ich glaube, das hat geklingelt. Ja, wir wollen hier auch noch einen fetten, schönen Tisch, wo wir alle mit der ganzen Crew immer sitzen können und quasi Mittag essen können oder auch mal einen schönen, chilligen Abend oder auch mal einfach Meetings halten können, oder? Und auch mal schneiden. Das muss ja auch gemacht werden, so Projekte planen und genau, sowas. Genau, genau. Weil es kommen jetzt in nächster Zeit tatsächlich richtig, richtig geile Projekte. Also wieder Thema Auto. Wir werden euch hier auf dem Kanal auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir werden da einige geile Produktionen, denke ich, in nächster Zeit auch am Start bringen mit Vlogs, alles pipapo. Aber jetzt geht's einfach mal an den Müll, würde ich sagen, oder? Wir müssen jetzt alle den ganzen Scheiße wegräumen. Ich würde sagen, wir fangen mit beiden Autos. Ja, würde ich auch sagen. Zweimal? Ich Digga, das wird nicht einmal reichen. Also mal so eine generelle Frage, Jonas. Denkst du, passt noch was rein? Komm, die Kamera geht noch. Stimmt, die Kamera geht noch. Warte, ich stelle mich jetzt ab, dann richten wir euch aus, drücken wir auf 0 und dann wünschen wir euch eine gute Fahrt. Auf Verpackungsunternehmen angelehnt. Ja, privates Müllunternehmen. Genau. Müllunternehmen Planck. Falk und Planck. Das ist zwar jetzt Beschweren auf ganz hohem Niveau, ihr seht schon, Auto leer, Jonas hinter uns, aber wir fahren jetzt das dritte Mal zum Wertstoffhof. Wir haben so viel Pappe gehabt, unglaublich, wirklich unglaublich. 2000 Jahre später. Wir haben ja jetzt schon im letzten Video über mein Lichtsetup hier gequatscht und das werde ich in den nächsten Vlogs noch richtig, richtig doll umbauen. Wir haben ja jetzt hier, beziehungsweise im letzten Vlog habe ich das noch gar nicht ausgepackt, weil das jetzt erst angekommen ist, das ist hier so ein riesen Magic Arm und wir packen den jetzt einfach mal hier oben an die Traverse, dass wir auch wirklich mal hier dieses riesen Lichtstativ von diesem Aperture 120D einfach mal wegstellen können, oder? Das ist eine... Das ist schon sehr Platz einnehmen. Das steht immer nur rum, deswegen habe ich mir hier dieses riesen Ding einfach mal bestellt und versucht das jetzt mal da oben ran zu bekommen. Jonas hinter der Kamera? Ja. Denkst du, wir schaffen das? Ja, klar schaffen wir das. Denkst du wirklich, dass dieses Ding... Natürlich. Okay, ich bin gespannt, ob das wirklich so hält. Ey, wenn das hält. Okay. Das sieht tatsächlich mega, mega geil aus. Hier ist jetzt nichts mehr im Weg. Das macht den Raum auch nochmal größer. Und schaut mal hier oben, wie ich das Ganze gelöst habe. Weißt du, was ich vor allem auch krass finde? Du bist von uns derjenige, der im Studio so am meisten das einfach so richtig rough aufbaut, wie in so einem Studio, ne? Ja. Also Felix und ich, wir gucken natürlich, dass unser Studiozimmer clean aussieht, trotzdem für unsere Videos einen nicen Workflow bietet. Aber du denkst dir so, weißt du was? Die Lampe, die muss genau da hin, ich will die da hinhängen. Ach, das Kabel muss auch noch hin, gut, dann hängt es halt hier. Ja. Einfach so richtig rough, wie man das so aus dem Studio von so einer großen Produktion kennt. Ja, aber das möchte ich auch irgendwie hier, das soll auch mein Vibe sein, irgendwie von diesem Studio. Also ich finde das, natürlich diese Kabel werde ich noch irgendwie schöner gestalten, aber ich möchte irgendwie, dass es so aussieht. Ich finde das total cool. So, weißt du, das sieht so aus, ah ja, hier wird halt gefilmt. Ja, sieht genau. Halt, ich versuche nicht irgendwie, natürlich, also diese Ecke hier sieht clean aus, schön, hier alles. Aber ich möchte nicht irgendwie was verstecken, so weißt du. Ich möchte, dass es möglichst gut für meine Videos passt. Und wenn ich dann halt hier so nah rangehe und dann irgendwie eine schöne Beleuchtung hat, das möchte ich halt genau haben. Ja, und da ist das nice, dass du einfach dann alles dahin packst. Und wenn man halt sieht, wo die Technik ist, dann ist es halt so. Scheißegal.
Aber jetzt geht's mal in Jonas' Zimmer, weil hier ist auch einiges passiert, ja, muss man einfach sagen. Du hast dich auch mittlerweile ein bisschen eingelebt. Das eine oder andere Video hast du hier schon produziert, hier auch zu dem schönen Pro-Display. Und wir wollen jetzt hier, Jonas hat da nämlich hier so eine Lowboards, oder wie nennt man die? Einfach so. Ja, einfach so Wandregale. Die sehen echt clean aus und die... Das sind vor allem in dem Fall jetzt nicht die von Ikea. Ja. So vom Design her kennt man die. Aber von Ikea, die sind einfach einen Zentimeter dicker. So wie die Felix hat. Genau. Weil die gefallen mir persönlich, muss ich einfach mal sagen, auch nicht so, weil die einfach zu dick sind. Ja, und ich wollte die halt in dünner haben, aber weil ich die vom Design her feiere, habe ich einfach bei Amazon irgendwelche bestellt. An der Stelle no placement. Und ja, ich habe davon zwei in der Länge, eins was ein bisschen länger ist und die werden jetzt einfach mal dran. Ach, wie geil! Bam! So, wir wollen aber jetzt, oder ihr wollt natürlich jetzt auch mal das ganze Setup in Action sehen. Ich bin hier gerade mal auf den Ronin SC außerdem geswitcht. Mag ich mit der A7 III oder A7 R3 besonders gerne, weil die Kamera so leicht ist und man, ihr seht schon, ich wacke damit rum. Ich zeige euch gleich nochmal das Setup und es funktioniert einfach so alles so reibungslos. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern hier um das Setup. Wir haben das jetzt die ganze Zeit schon aufgebaut und es sieht echt, echt richtig, richtig gut aus. Ich setze mich mal kurz hier vor und dann switchen wir auch mal auf die S1H, dass ihr euch vorstellen könnt, ja, wie das Ganze jetzt so aussieht. Ich meine, das ist so verrückt, was Jonas hier für eine Look... Jonas, komm doch auch mal her! Jonas! Ich meine, das ist ja dein Setup immerhin. Aber du filmst ja gerade, ne? Aber Digga, wie heftig sieht das bitte aus? Geil. Oh. Ich liebe das. Ich glaube, hier werden ein paar nice Videos. Ich glaube, hier werden definitiv ein paar richtig nice Videos entstehen. Falls ihr dieses Setup jetzt die ganze Zeit schon sehen wollt, dann checkt unbedingt mal Jonas' Kanal hier oben in der Infokarte ab. Sollte man definitiv tun, weil den ganzen Squad muss man natürlich verfolgen, ja, oder? Und Jonas filmt natürlich hier auch mit dem einzig wahren ND-Filter, und zwar dem Jonah Plank ND-Filter. Alle von euch, die noch einen ND-Filter suchen, die können gerne mal unten in der Videobeschreibung den Link abchecken. Gibt es auf Amazon wirklich für den Preis und für die Qualität wirklich, gibt's, also kann man einfach mal sagen, gibt es nichts anderes, oder Jonas? Nee. Gibt es einfach also, nicht. Ist einfach... Ist nicht möglich. Nee, ist einfach die beste. Also falls ihr einen ND-Filter braucht, einen variablen ND-Filter, checkt gerne mal unten den Link zu Amazon ab. Ihr seht schon, ist wie quasi eine Sonnenbrille für die Kamera. So, Location-Wechsel und hier ist auch wieder Yvette, weil ganz schön viele haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie dich vermissen hier auf dem Kanal. Oh. Aber wo sind wir denn jetzt? Das sieht ja nicht nach dem Studio aus. Wo sind wir? Wir sind zu Hause, in unserer Wohnung. Und ja, wir waren die letzten Tage hier und haben, oder mehr die letzte Woche hier, und haben hier alles schon mal so ein bisschen schick gemacht. Ja, also zeig mal unser Wohnzimmer. Wollt ihr das mal sehen? Ich glaube, die Leute wollen es sehen, weil okay, das ist richtig cool geworden. Dann kommen wir mal mit. Uff. Ja, das ist das Wohnzimmer, Küche. Ja, genau, also wir haben jetzt die letzte Zeit eigentlich mainly hier dran gearbeitet und auch im Schlafzimmer. Und ja, ich finde, das ist übel schön geworden. Hat irgendwie so einen sehr gemütlichen, aber trotzdem modernen Touch. Aber deine Lieblingsecke ist ja da hinten. Nicht nur meine Lieblingsecke, das ist auch von dir die Lieblingsecke. Und von Felix ist auch und die Lieblingsecke. Und von Felix ist das auch die Lieblingsecke. Ja, weil das ist ziemlich cool. Er hat genau so eine kleine Ikea-Couch reingepasst. Das heißt, so ja, ein Sessel. So ein Sessel. Dann kann man hier chillen. Und auch mal, wenn man ein bisschen Bock hat, Fenster aufmachen. Das ist quasi wie ein kleiner Balkon, aber was ich auch noch richtig cool finde, ist hier die Ecke, weil das ist einfach ein ganz normaler Ikea-Schrank, so ein einfacher, der kostet 20 Euro und hier haben wir die ganze WLAN-Technik und auch Philips Hue hintergepackt und oben den HomePod draufgestellt, sodass wir immer unser Smart Home hier quasi mit steuern können, aber alles ganz clean hier quasi hinter diesem Schrank ist, also hier ein kleiner Lifehack von dieser Stelle oder an dieser Stelle solltet ihr definitiv auch machen, falls ihr das Ganze so verstecken wollt, aber... Wir haben heute was richtig, richtig Cooles noch vor. Ich würde sagen, die Leute, die können gespannt sein, oder? Weil wir fahren an einen Ort, den gibt es nicht so oft in Deutschland. Den gibt es nur einmal. Und der ist besonders schön. Also, let's go.
diesem Video. Wenn euch so eine Ideen von Yvette hier öfter gefallen, dann entweder folgt ihr uns einfach mal auf Instagram, weil da gibt es öfter so eine Einblicke in unser Leben. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung oder wir sehen uns im nächsten Video wieder, oder? Es liegt bei euch. Ansonsten war es das mit diesem Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.